Läuft. Leute, wir sind hier auf der Imod in München. Ist ja klar, ist ja ein Heimspiel. Deswegen gucken wir uns für euch einfach mal um, was es wieder so Neues gibt. Ja, bis gleich. Das ist ein Ding. So Leute, wir sind schon drin, schleichen jetzt mal rum, was es Neues gibt. Neue Karren, neue Klamotten. Los geht das. Mitkommen. Kommen Sie bitte. Bitte. Ta-ta-ta-ta, die brandneue KTM 1290 Adventure S, also Super Adventure S. Also es wird ja immer geiler, super, besser. Aber es geht halt nichts über Leistung. Ne? 160 PS in der Dose müssen wir fahren, hätte ich mal gesagt. Was meint ihr dazu? 160 PS oder mehr oder weniger? Schreibt doch mal in die Kommentare rein. Ich habe das Richtige gefunden, ne? Also ich mach mal los dann, ne? Tschö. Freunde, KTM EXC 500F, das ist natürlich eine Ansage. Das Ding hat richtig Druck und immer wieder wird diskutiert, welche Enduro für wen. Also die 500er ist sogar eigentlich für einen Einsteiger ganz cool, weil der Einsteiger nicht hier mit Vollgas irgendwelche Auffahrten hochrumpelt. Der kommt erstmal relativ entspannt an und dann hat das Ding eigentlich schön Druck aus dem Keller raus, aus niedrigen Drehzahlen raus, sämtliche Hänge einfach hochzufahren. Schönes Ding. Und optional, ne, wenn du da so super Motorräder reinsteckst, hast du natürlich auch richtig Spaß. Ja Leute, für alle, die so Traktionsprobleme haben, ne, gar kein Thema mehr. Verschiedene Mappings sind wählbar und Traktionskontrolle. Wer es möchte, da ist das Knöpfchen. Ne? Ganz, ganz geil. Traktionskontrolle bei der 500er, ja, kann man machen. Also ist vielleicht auch besser, weil das Ding hat halt richtig Wumms. Jetzt habt ihr euch gefreut, ne? Traktionskontrolle. Aber ihr könnt den Schalter kaufen bei der für 80 Euro. Dafür Plug and Play und dann geht's los. Ne? Hinbauen und anstecken. Die Six Days allerdings hatten serienmäßig drin. So läuft das. In der Rallye ist natürlich KTM eine Macht und wenn du hier auf KTM setzt, zum Beispiel bei der Dakar, dann kann schon mal grundsätzlich nichts schief gehen. Ich glaube auch nicht, dass wir in irgendeinem Video schon mal irgendwas über die 450er Rallye erzählt haben. Was natürlich gigantisch ist, du hast hier oben die Tripmaster drin, du hast ein Roadbook drin, du hast einen Navi-Halter drin, dann sind diese normalen Werksgabelbrücken verbaut, die du auch in den Powerparts nachrüsten kannst. Dann ist die schwimmend gelagerte Lenkerhalterung drin. Da gibt es auch verschiedene Gummieinsätze. Das sind hier diese grünen. Grün, rot, weiß, also da gibt es verschiedene Ausführungen. Dann haben wir einmal einen zweigeteilten Tank, links, rechts. Und im Heck auch nochmal, wo du auch nochmal Sprit fassen kannst. Also das Ding ist eine richtige Granate. Ich konnte einfach mal so ein Fahrzeug schieben. Komischerweise hat mir keiner das Fahrzeug anvertraut zum Rumfahren. Und wo ich es mal geschoben habe, das schiebt sich wie eine Enduro. Leute, das ist echt krass. Was haben wir noch hier drin? Lenkungsdämpfer, das ist auch ganz wichtig für die hohen Geschwindigkeiten, die gefahren werden. Komm mal ran. Also ich wäre jetzt auch mal bereit, um zu fahren. Also nicht nur schieben. Schieben ist scheiße. Fahren. Können wir mal machen, ne? So, das war's. Turbo mit einem Turbo, Leute, also das
Ne, auch wenn es mal wieder vier Räder hat, man kann mich anrufen oder man kann mir Bescheid sagen, ich wäre bereit dafür. Also das ist, glaube ich, ein Riesenspaß. Ne, findet ihr nicht auch? Ist doch geil, ne? Ja, kleiner Größenvergleich. Ne? Ich bin 1,80 Meter. Das ist schon meine Kragenweite. Brauche ich jetzt nur noch ein Motorrad, was groß genug ist, sonst verliert sich das, glaube ich, auf der Ladefläche. Also über den Spritverbrauch müssen wir, glaube ich, gar nicht quatschen. Aber geil! Bei 22 Zoll ist immer das gleiche Problem. Die Bremsscheibe sieht aus wie Spielzeug. Aber hier musst du eigentlich gar nicht bremsen, hier überrollst du einfach den Rest. Da gehst du so lalala so über die Messe und dann denkst du, was ist das? Krass. Husky, Leute, hier ist so ein bisschen Winterprogramm angesagt, weil vorne Spikes und hinten Killer-Spikes. Killer-Spikes. Achtung, komm mal mit hier, das ist der Wahnsinn. Das sind mal Spikes hier, ne? Das ist halt sehr krass. Und das kann man jetzt so durchschimmern sehen, aber ich glaube, wir gehen mal auf die andere Seite, weil das ist richtig böse. Das ist so richtig, richtig böse. Wenn du so die Schwinge mal hinten siehst, also das ist so hinter Gittern, Kadern hinter Gittern, Wahnsinn. Irre. Und das Geilste ist, der Erbauer von dem Motorrad, der ist auch greifbar. Also da müssen wir auf jeden Fall drüber reden, über dieses Bike. Das ist mal richtig abgefahren. Jetzt steht der Erbauer neben mir, der Nick Nagel von Nagel Motors. Total geiles Ding. Wie kommen wir auf so eine Idee? Ich weiß, ihr habt mega Ideen, aber was ist der Plan damit? Der Plan damit ist, dass wir in Riednauen, in Sterting, das Snowhill damit fahren. Der Fahrer ist der Chris Pfeiffer, den ja eigentlich jeder kennt vom BMW, der Stuntrunner. Genau, ja. Genau. Und der fährt mit dem Teil die Skipiste hinauf. Okay, also da gibt es auch eine ganz klare Ansage, damit muss man auch gewinnen. Ja klar, zumindest unter die ersten 10 war das Ziel. Ja. Und das ist halt dieser Harley and Snow Event und da gibt es eine offene Klasse und dann haben wir gesagt, machen wir es mit der BMW. Hammergeil. Am ganz markantesten die Schwinge irgendwie. Wie kommst du darauf? Wie passiert sowas? Das ist ja mega geil. Die Hillclimbing-Motorräder an sich müssen ja lange Schwinge haben. Ja. Das einfach nicht so schnell steigt, das ist ja das Thema. Und dann haben wir überlegt, wie man bei BMW überhaupt das mit der Schwinge machen kann, mit dem Kadern. Und dann haben wir es halt einfach mal gemacht, das funktioniert jetzt. Hammergeil. Habt ihr schon mal irgendwo ausprobieren können, irgendwo so mit normalen Reifen? Ja, nein. Also bis jetzt ist noch nicht wirklich probiert worden. Nächste Woche Donnerstag ist in Ewald auf der Skipiste der erste Test. Also wir wissen, dass das ganze Ding funktioniert so, aber im Schnee haben wir es noch nicht probiert. Ich bin gespannt. Würden wir bestimmt von hören. Ich drücke euch sämtliche Daumen. Und Leute, dafür lasst ihr auch mal einen Daumen da. Das ist mal hier so eine Obergranate. Gibt jetzt noch ein paar Bike-Porn-Bilder. Schaut euch das mal an. Danke. Zack, jetzt sind wir beim Metzler und müssen natürlich über diesen neuen MC360 reden, weil das ist ein Reifen, der eigentlich alles kann. Man kann den umdrehen und so, hin und her drehen. Es gibt keine Laufrichtung, es gibt eine Straßenzulassung. Feuerfrei, sage ich nur. Ja, also MC360, wie gesagt, wie der Name schon sagt, 360 steht für 360 Grad einsetzbar. Der Reifen hat zwar eine Straßenzulassung, aber klar, man sieht schon, ne, das ist also ob Motocross oder Cross-Country zum Beispiel, also wie gesagt, ein sehr vielfältiger Offroad-Reifen in den klassischen Dimensionen für alle Motocross- und Enduro-Motorräder verfügbar. Wird jetzt im April auf den Markt kommen, wird dann auch verfügbar sein
Und wir starten mit dem Produkt hier bei der GCC in Triptis zum Saisonauftakt. Da präsentieren wir den Reifen offiziell, sind da vor Ort mit supergeilen Angeboten. Und ja, schaut vorbei. Es ist am 22. 23. April sind wir in Triptis. Dann könnt ihr euch das Ding mal live und in Farbe anschauen und ja, auch testen und Probe fahren, wer will. Wie ihr wisst, habe ich mir so auf die Fahnen geschrieben, ich will mehr Enduro fahren. Also das wird ausprobiert, Leute. Das wird ausprobiert. Also Stolle ist nicht gleich Stolle. Gucken wir mal. 360. Geil. Die Firma X, natürlich Partner von meinem Channel. Und da schauen wir einfach mal vorbei, was es Neues gibt. Was richtig cool ist, sind die Retro-Lederjacken. Also wenn du so eine ganz normale Kiste fährst, super geil. Und ich werde auch Videos machen, wo ich einfach mal meine Klamotten erkläre, weil ich eben relativ viel Material von X habe. Und da sollte man aber mal gesondert einen Beitrag draus machen. Aber wie gesagt, die sind hier vor Ort und schön hier, ne? Gibt's alles. Leder, Textil, Helme. Also nur mal so ein kleiner Auszug. Ein Vollsortiment nennt man das. Sehr schön. Freue ich mich. Jedes Mal, wenn ich da hier komme. Ja Leute, SWM, ihr habt immer wieder gesagt, macht doch mal ein Video darüber. Ich stehe jetzt zumindest neben dem Fahrzeug. Also was total interessant ist, natürlich der Preis. Unter 4000 Euro so ein Apparat abgreifen ist natürlich eine Ansage. Wie kommt es dazu, diese Ur-Husqvarna Modelle oder Formen wurden verkauft und wurde dann in der Neuauflage, wird es einfach wieder zum Leben erweckt. Der Preis ist phänomenal. Hier gibt es nämlich eine ganz klare Ansage. Bezahlbar muss es sein und cool muss es sein. Und dass es was kann oder dass es aussieht, als ob es was kann, auf dem ersten Eindruck sauber verarbeitet, alles schick, ist auf jeden Fall ein Fahrzeug, was ich gerne mal ausprobieren würde. Für euch natürlich. Das ist ein Ding, ne? Läufst du hier über die Messe und denkst du, den Typen, den kenne ich ja. Hier ist echt ein cooles Poster. Lustig auf jeden Fall. Holt euch das neue Polo Magazin. Das ist natürlich total interessant, was da drin steht und informativ. Und auch eine kleine Geschichte über mich drin. Ist das jetzt Werbung? Ja, ich mache jetzt mal Werbung. Kann man machen, ne? Müsst ihr einfach zugreifen. Freunde, ganz neu in München, also ganz neu nicht, aber neu in München, der Klausi, mein Freund. Hallo, Bretter Klaus. Wir sehen uns in München, ne? Genau. Und das Lustige ist so, du hast jetzt deine Zelte abgebrochen, hier neu aufgebaut. Motoschmiede in München. In München, ja. www.motoschmiede.de. Ganz einfach. Und wir haben den nächsten Date. Wir haben den nächsten Date, ja. Wir haben lustige Sachen zusammen gedreht und jetzt kommt der Knaller. Brrr. Wir haben einen prominenten Gast. Einen prominenten Gast. Freitag geht's los. Ich lasse mich überraschen, was du dir ausgesucht hast. Ah. Und zwar werden wir den Medis auf dieses Motorrad hier setzen. Ba, 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 ba. Eine wunderbare 300er. Und wir werden das Snowspeed Hill fahren in Pichel an der Enns in Österreich. Und das war aber auch jetzt. Ne? Also, bis dann. Bis dann. Wir sind jetzt einfach mal in einem Schnelldurchlauf hier auf der Imod unterwegs gewesen. Es ist natürlich immer interessant und die Imod ist auch immer ein Besuch wert. Ich hätte gesagt, mir hat es wieder sehr, sehr gut gefallen. Wir werden aber jetzt mal so langsam nach Hause machen. Ich freue mich total, wenn ihr ein Abo da lasst. Das geht hier und hier geht es wie immer zum nächsten Video. Also macht es mal gut, ne? Tschüss.